Der Mensch ist ein spielerisches Wesen. Gib mir bitte meinen Teddy. Schaffe deine eigene Realität. Sei einfach jemand anders. Erfinde dich neu. Realitätsflucht? Vielleicht. Leben im WWW. Das Leben, wie es sein soll. Verliert man sich da nicht selbst? Vielleicht. Das Faszinierende der zweiten Identität im Netz ist durchaus, dass man dort tun und lassen kann, was man gerne möchte. Ich habe dort eine Spielzeit von ca. 400 Tagen. Führe eine recht große, erfolgreiche Gilde, eine Spielergemeinschaft. Im Laufe der Zeit habe ich dann gelernt, damit umzugehen und mir meine eigenen Grenzen zu setzen. Es gibt durchaus in meinem Bekanntenkreis Leute, die schwerst abhängig davon sind. Wobei wir zusehen, gerade auch in der Gilde, diese Leute aufzufangen und ihnen einen anderen Weg zu weisen. Die Abhängigkeit kann sich durchaus dadurch äußern, dass der private Freundeskreis vernachlässigt wird, dass Schule vernachlässigt wird, Arbeit vernachlässigt wird. Man lebt in seinem Charakter. Man möchte seinen Charakter fortbilden, man möchte seinen Charakter erweitern, man möchte für virtuelles Ruhm und Ehre dastehen. Hier zu Ruhm und Ehre zu kommen, ist natürlich wesentlich leichter als in der Welt draußen und jenseits von Bits und Bytes. Diese Thematik ist wissenschaftlich noch nicht wirklich erforscht. Ungefähr 5% der Rollenspieler werden als süchtig eingestuft, aber auch unterhalb der Rollenspieler wird dieses Hobby als problematisch angesehen. Die chinesischen Behörden haben einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um der Spielsucht zu begegnen. Sie haben die Spieldauer einfach auf 3 Stunden beschränkt. Danach verlieren die Spielcharakteren die Hälfte ihrer Kraft und Fähigkeiten. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass mittlerweile viele der Spieler dann auf taiwanesische Server ausweichen. Neurobiologisch gesehen sind diese Online-Spiele, Communities, Stimulationen des Belohnungssystems, der Dopaminausschüttung. Die Dosis alleine macht, ob ein Mittel giftig ist oder nicht. Die Menschen nehmen teil am Netz, aber es fehlt ihnen die Medienkompetenz. Sie springen von Sinninsel zu Sinninsel. Die Kernfrage ist doch aber, ob das Entstehen dieser virtuellen Welt eher positive Effekte auf unsere Lebenswelt hat oder das Gegenteil bewirkt. Mit der Wahrheit verhält es sich wie mit der Schönheit. Sie liegt immer im Auge des Betrachters.